Hallo Fans, hier ist der Terra und der Chris. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 07 Sekunden. Viel Spaß! So, dann fange ich auch mal direkt an. Ne, Chris, bist du bereit? Starte. Super. Nenne drei europäische Hauptstädte. Istanbul. Oh. Junge. Ey. Ey, das, ich kenne dieses Spiel nicht. Das, man muss erstmal reinkommen. Machen wir nochmal von neu. Ruhig. Nein, das ist ja das. Du musst spontan. Ey. Einfach Hauptstädte, komm. Vor allem Istanbul, Antalya heißt er eigentlich, oder nicht? Wegen Türkei-Urlaub, ey. Oh. Ist das so? Ankara. Mhm. So. Okay, nenne drei Länder, dessen Nationalteam in Südamerika beheimatet sind. Sorry, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Nochmal. Akustisch? Komisch. Angeblich nicht verstanden. Nochmal? Also nenne drei Länder, dessen Nationalteam in Südamerika beheimatet ist. Chile, Brasilien, Argentinien. Ja, die Frage war komisch, ey. Was ist das für eine komische Frage? Ja, 7 Sekunden, ohne mal schnell. Ich habe die Frage nicht so verstanden, bin ich ehrlich. Aber okay, wir haben beide verkackt. Ne? Ja. So, jetzt kommen wir rein, oder? Nenne drei Nationen, die bereits Fußball-Weltmeister geworden sind. Brasilien, Deutschland und boah, ganz schlecht. Italien. Stark. Richtig. Nenne drei Sportarten, in denen kein Ball benötigt wird. Fechten, Boxen, Ringen. Nicht schlecht. Sardau weiß, dass ich italienische Wurzeln habe, deshalb die Aufgabe. Nenne drei Teams, die aktuell in der Serie A spielen. Ja, Juventus, AC Milan, Inter Mailand. Okay, Frage 3. Wir spielen beide ab dieser Saison beim SCP. Nenne drei Spieler außer uns beiden, die erst seit dieser Saison beim SCP 07 spielen. Justvan, Svante und Marcel Heller, also Ingersson. Ja. Genau. So, wir bleiben beim Thema Italien. Nenne drei italienische Fußballweltmeister von 2006. Boah. Puh. Katastrophe. Jetzt ist es eigentlich so einfach, ne? Aber ey, 7 Sekunden. Ich kann dir den ganzen Kader sagen. Ey, warum fragt ihr mich nicht sowas, ey? Boah, schlecht. Schade. Auf Druck, Problem. Egal. Ich bin in Castrop-Rauxel, also im Ruhrgebiet, geboren. Nenne drei Vereine aus dem Ruhrgebiet, welche ein Nachwuchsleistungszentrum haben. VfL Bochum, Schalke 04, Borussia Dortmund. Ja. Ich bin da auch Ruhrpottler, weißt du? Im Innern. Weihnachtszeit ist Märchenzeit. Nenne drei deutsche Märchen. Boah. Ja, 7 Sekunden sind rum, ne? Boah, in meinem Leben nie Märchen geguckt, glaube ich. Boah. Ja, wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit. Nenne drei Titel aus der Kategorie Weihnachtslieder. O Tannenbaum, Alle Jahre wieder und Jesus Christus. Irgendwas so bestimmt. Ja, herzlichen Glückwunsch an Marco. 3-2 Ausgang für Dankeschön. Ihn. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und schreibt mal gerne in die Kommentare und bis zur nächsten Ausgabe. Bis bald. Ciao, ciao.